Hallo liebe Leserfreunde, Skalpfan hat es wieder mal getan. Ein cooles Upgrade zum S30, der S30 Ultra. Die Kabelführung und das Sicherheitskonzept wurden verbessert. Die Module sind nun alle kompatibel und die Leistung geht rauf zu feurigen 33 Watt. Es wurden je nach Modul bis zu 6 Dioden mit jeweils 6 Watt verbaut. Die Linse ist weiterhin austauschbar. Und es gibt verbesserte Schrittmotoren für hohe Geschwindigkeiten, die ausreichend Leistung bieten sollen, auch für spätere Weiterentwicklung. Ein ganz besonderes Maß des Ultra hat die Arbeitsfläche bekommen, mit einer echten Arbeitsfläche von 600x600 mm. Um euch zu zeigen, wie der S30 Ultra von Skalpfan arbeitet, habe ich heute mal ein paar komplette Projekte gemacht. Ihr dürft gespannt sein. Natürlich zeige ich euch auch noch kurz den Inhalt, seine Verbesserung und die geniale Möglichkeit, den Laser mit Lightburn über Bluetooth zu steuern. Ich danke Skalpfan, den Laser testen zu dürfen. Und wer Skalpfan noch nicht kennt, ihr findet den Shop direkt unter www.skalpfan.com. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe von Skalpfan. Wer mag, kann auch hier gerne mal vorbeischauen. Das ist die Official Group for Skalpfan Users. Und wenn du Lust hast, meinen Kanal zu unterstützen, dann freue ich mich über ein Abo. Den Link zum Shop oder dem Laser findest du natürlich in meiner Videobeschreibung. Wie versprochen, die Teile des S30 Ultra. Angefangen mit der großen X-Achse. Die Rahmenteile für die Seiten und vorne. Eine Toolbox, Werkzeuge und Podestis. Eine weitere Box, das Linsenreparaturwerkzeug. Das 33 Watt Lasermodul mit R-Assist. Eine separat abnehmbare Blende. Die Beine des Rahmens. Endstops. Ein guter, dicker, flexibler Luftschlauch. Der Kompressor mit Relais. Das neue Controllergehäuse. Eine grüne Schutzbrille. Netzteil und Kabel. Zur Verbindung ein USB-Kabel. Vorsortiert kleine Tüten mit Schrauben. Kabelhalter zum Kleben. XXL Rändelschrauben, Flauschband und Kabelbinder, Gummifüße und eine Fixfokus-Säulenhalterung, zwei Zahnriemen und eine Aufbauanleitung. Neben der neuen Größe fällt schnell auf, dass es ein neues Controllergehäuse mit einem 32-Bit-Mainboard gibt. Es gibt jetzt einen Schlüssel. Dieser dient nicht zum Starten des Lasers, aber zum Schutz vor Händen, die an diesem Laser nichts zu suchen haben. Stromanschluss und USB werden von oben eingesteckt. Ebenfalls neu der schicke rote Not-An- und Ausschalter. Entsperrt wird er nach dem Auslösen durch eine Drehbewegung. Seitlich am Gehäuse befindet sich jetzt eine Antenne zur Verbindung über Bluetooth. Der Kompressor, wie gewohnt super leise, auf Wackelfüßen für einen vibrationsarmen Stand. Durch sein Relais ist er in Lightburn schaltbar. In der Software braucht man nun nur jeder Ebene mitteilen, ob sie mit oder ohne Betrieb des Kompressors abgearbeitet werden soll. Angeschlossen und versorgt mit Strom wird er rechts am Gehäuse. Kabel und Schlauch haben jetzt einen festen Platz. Wo vorher geklebt wurde, steckt jetzt das Kabel zusammen mit einer Blende im Rahmen. Natürlich gibt es wieder Endstops. Der Zylinder für die Fokuseinstellung hat einen praktischen Halter bekommen. Das 33 Watt Modul des S30 Ultra ist recht ähnlich in der Größe vom 20 Watt Modul des Skalpfan S30 Pro Max. Das Modul hat eine rote abnehmbare Blende als Sichtschutz und ist von hinten offen. Sie ist mit großen Rändelschrauben an der Seite befestigt. Der Modulanschluss auf der Oberseite wurde optimiert für den Wechsel zwischen den Modulen. Und im Vergleich unterscheiden sich die Düsen des R-Assists der Module Pro Max mit 20 Watt und dem Ultra mit 33 Watt nicht. Lediglich die Rippen auf der Unterseite des Moduls haben eine etwas andere Anordnung. Die Rändelschrauben sind stark vergrößert, es sind immer noch 4, aber sie passen sich nun endlich den Männerhänden an. Das Laser Repair Kit.
Es gibt wie beim S30 Pro Max eine kleine Box mit allem, was man zum Linsentausch benötigt. Der Einsatz ist simpel und selbsterklärend. Was mich besonders freut, weil ich es schon so oft erwähnt habe, in der zweiten Box neben dem Werkzeug befinden sich jetzt Reinigerbürsten. Kleine Mini-Bürsten, um die Durchgänge von Düse und Schlauchanschluss zu reinigen. Und eins meiner Lieblingszubehörteile, die Podestis. Nein, sie heißen so nicht, aber ich habe sie immer so getauft. 6 kleine Podeste, um schnell mal ein Material einzulegen, welches unförmig oder gerade mal nicht auf ein Honeycomb passt. Was äußerst praktisch ist, auf diesen kleinen Dingern hält ein Magnet. Meine sind schon etwas schmutzig, sie waren schon fleißig im Einsatz. Sie sind schnittfest und lassen sich gut reinigen. Außerdem im Lieferumfang 2 Aluminiumplatten. Ich nehme an, durch die Teilung in 2 Stücke sollen sie flexibler einzusetzen sein. Projekt 1. Ich möchte euch heute mal an einem Projekt zeigen, wie genial Laser doch sind. Und denke, es zeigt auch sehr gut, was dieser Laser so kann. Ich hoffe, es gefällt euch. Eine Fichtenplatte 16 mm. Gerne hätte ich alles in einem Schnitt gemacht, aber leider hatte ich das Material nicht in voller Größe. So musste ich alles halbieren und sogar vierteln. Begonnen habe ich mit einer Gravur, die mir als Vorzeichnung dienen sollte, und einen Schnitt für 2 Halbkreise. Ich habe durch die vielen Asteinschlüsse und Maserung bei 80% Leistung zwischen 1 und 3 Durchgänge benötigt. Beim Rand entlang des Kreises habe ich mich für Teilstücke entschieden, die ich schön aus dem Restmaterial schneiden konnte. Meine angezeichneten Gravurlinien sollten mir nun helfen, die Teile darauf zu positionieren. Das passt. Für die nächsten Teile habe ich mir ein Multilayer bei Etsy gekauft. Dieser hat offiziell 11 Layer. Ich habe mir davon 5 der aussagekräftigsten Layer ausgesucht und diese aus MDF 3 mm geschnitten. Um meine A3-Platten auszunutzen, musste das Motiv geviertelt werden. Da MDF immer so schönen Klebeschmauch abgibt, muss man beim Wechseln der Platten darauf achten, dass man die kleinen Podestis nicht versehens entsorgt. Die bleiben nämlich darunter kleben. Die Halbkreise werden nun ganz professionell zusammengeklebt.
Leim drauf. Aneinanderlegen und warten. Die Platten sind verklebt. Jetzt möchte ich auf die Rückseite noch einen kleinen Zeitstempel. Dragoncut hat die Platte erstellt mit dem Skalp von S30 Ultra im Jahr 2023. Jetzt noch ein wenig schleifen und anschließend gibt es etwas Farbe. Ich habe das Farbkonzept vorab am PC in ein paar Varianten getestet. Und die meinungsgefragte Mehrheit hat sich für die noch folgenden Farben entschieden. Die Farbe ist trocken. Jetzt können die Ränder aufgeklebt werden. Meine gravierten Hilfslinien sind leider verschwunden. Da Leim und ich so große Freunde sind, wird der Rand nun einfach großzügig mit einer Leimspur bedeckt. Jetzt die Randteile aufsetzen. Der Kreis erinnert irgendwie an einen tiefen Brunnen. Als nächstes bekommen die Teile des Multilayers ihre Farbe. Auf MDF lässt sich die Farbe am besten mit einem alten Küchenschwamm auftupfen. Das geht recht rasch und durch die große Oberfläche des Schwamms verhindert man, dass man die Schnittkanten übermalt. Mit einem Pinsel würde man hier des Öfteren in die Schnitte rutschen. Die fertigen Mandala-Teile habe ich als nächstes schichtweise eingeklebt und durch die Vierteilung der Teile jede Schicht um eine Mustereinteilung gedreht. Alles ist an seinem Platz und trocken. Jetzt kommt eine Füllung Resin oder auch Epoxidharz genannt. Aus Vorsicht vor Luft im Holz und meiner Leimkunst habe ich den Bereich mit Resin in mehreren Durchgängen gefüllt und lasse das Ganze trocknen. Ein kleiner Umzug nach draußen. Für diese Lasergröße habe ich noch kein Gehäuse. Dieses sollte aber eine persönliche Pflicht sein, ebenso wie eine gute Absaugung und eine Schutzbrille. Mein nächster Schnitt sollte auch endlich verraten, was ich hier denn so bastel. Nicht zu vergessen, es ist Frauengebastel. Auch dieses ist 16 mm Fichte. Was mir noch fehlt, eine weitere runde Platte. MDF 6 mm, ein Reststück aus dem Baumarkt.
Bei den Fugen im Rand habe ich mich für Farbe entschieden, da hier noch eine Schicht Resin drüber kommt. Einfacher Leim hätte diesen wohl abgeschwächt. Für die letzte Schicht Resin ein Konstrukt aus Klebeband und Eispinnen. Nein, diese sind nicht mit dem Laser erstellt. Es sind gesammelte. Sie sollen verhindern, dass das Klebeband nach innen kippt durch die entstehende Hitzeentwicklung beim Abhärten des Resin. Die Beine wurden noch etwas abgeschliffen. Und wie man schön sieht, es gibt gar keine Verbrennungen. Mir gefällt mein kleiner Teetisch. Die Platte ist abnehmbar und als Buffetplatte oder Servierplatte nutzbar. Mein nächstes Projekt ist eher ein kleines. Die im Lieferumfang enthaltenen Unterlagen waren für den Transport geschützt mit einer Sperrholzplatte in gleicher Größe. Da sie etwas länger war, kam sie mir gerade recht. Ich habe ein geniales Schnittmuster gewählt. Wie soll es anders sein? Von Etsy. Auch wenn es so klingt, als würde ich Werbung für sie machen, möchte ich doch in meinen Videos nur die Rechte der Erfinder schützen. Ein Durchgang 600 mm pro Minute und sichere 80% Leistung bei 3 mm Sperrholz. Auch wenn einstelltechnisch sicher noch etwas mehr gegangen wäre. Die Teile sind alle sauber ausgelöst und lassen sich einfach zusammenstecken und kleben. Ich habe noch ein wenig alten Kaffee genommen, um das Holz etwas zu färben. Und schon nach wenigen Minuten war das kleine Sparschwein fertig. Kumiko. Mein nächstes Projekt habe ich mit 3 mm Finnpappe gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Pappe kennt. Es ist eine sehr helle Pappe und gleicht in der Farbe einer Pappelsperrholzplatte. Es gibt sie in verschiedenen Stärken und wird meist in der Architektur verwendet. Finnpappe kann man sehr gut für Bilder nutzen oder Objekte, die keiner starken Belastung standhalten müssen. Es ist halt eine Pappe. Der Vorteil aber, es gibt keine unerwarteten Qualitätsunterschiede. Also keine Astlöcher oder gefakten, zugespachtelten oder löchrigen Schichten und ist dazu um einiges günstiger. Dieses Muster ist ein wenig an der japanischen Stäbchentechnik Kumiko orientiert. Ich habe dafür eine einfache Schnittzeichnung erstellt. Normalerweise wird dieses in Handarbeit aus kleinen Einzelteilen zusammengesetzt. Mit dem Laser geschnitten ist es natürlich um einiges einfacher. Ich hoffe, es gibt keine Musterbedeutung für die Anordnung. Meine ist nämlich frei erfunden. Musik
Der S30 Ultra hat die Finnpappe mühelos und sehr sauber geschnitten. Da sich die Pappe schleifen lässt, können auch kleine Schmauchspuren oder ein unsauberer Schnitt bereinigt werden. Unter mein Muster kommt als Kontrast eine dunkle Platte. Aber auch bunte Stoffe, Jute oder auch Bilder kämen dahinter gut. Wird der Laser mit USB verbunden, braucht man nur im Reiterlaser den Punkt Geräte auswählen, manuell erstellen und GABL auswählen. Fehlt der Treiber, findet man ihn auch in der kostenlosen Softwarealternative Laser GABL. Jetzt kann die Verbindung ausgewählt werden, ein Wunschname, und die Arbeitsgröße von 600 x 600 mm eintragen. Startpunkt vorne links. Und ich möchte nicht, dass der Laser beim Anschalten auf seine Startposition fährt. Eine kleine Zusammenfassung und der Laser ist hinzugefügt. Den Comport sowie den Laser auswählen, damit ist der Laser verbunden. Neu beim Skype von S30 Ultra die Bluetooth-Verbindung. Damit kann der Laser auch ohne Kabel durch Leitbahn gesteuert werden. Wie ihr die Verbindung aufbaut, zeige ich an einem PC. In den Einstellungen Bereich Bluetooth und andere Geräte, über das Plus ein Bluetooth-Gerät hinzufügen. Wenn der PC auch wirklich über Bluetooth verfügt, sollte er den Skalphon S30 Ultra finden. Auswählen und die Verbindung wird aufgebaut. Sobald er sich gekoppelt hat, ist die Einrichtung fertig. Da ich den Treiber vorab schon für die USB-Verbindung eingebunden hatte, überspringe ich diesen Punkt. So brauche ich hier nur den richtigen Comport auswählen. Und schon verbindet sich Lightburn über Bluetooth mit dem Laser. Ein kleiner Funktionstest, ein Homing. Artig fährt er auf seine Startposition unten links. Ich habe heute mal meine Gravur- und Parameterschnitttests weggelassen. Natürlich habe ich einen Schnitttest gemacht und möchte ihn euch auch nicht vorenthalten, da es sich hier ja auch um einen Laser mit stolzen 33 Watt handelt. Was ich diesmal gut feststellen konnte, dass seine Stärke erst über 80% Leistung einen wirklichen Unterschied macht. Im Vergleich mit einem anderen User schafft er die 4 mm Sperrholz mit einem Durchgang bei 700 mm pro Minute und 90% Leistung. Mit einer Feingravur auf einer beschichteten Aluminiumkarte konnte ich die Herstellerangaben von 0,8 mm Spotgröße nicht bestätigen. Im Vergleich zum S30 Pro Max ist diese schon deutlich breiter. Die Schnittkanten waren dennoch sehr sauber und fein. Dickes Material schneidet er wie Butter, Verbrennung auf der Unterseite gab es nicht. Mein persönliches Fazit: Sollte man sich diesen Laser kaufen? Mir als großer Fan von Skalpfern gefällt natürlich das Upgrade des S30 Ultra. Auch wenn es hier nicht wirklich viel Neues gab, hat er mit seiner 600 x 600 mm großen Arbeitsfläche genau das richtige Mittelmaß gefunden. Nicht zu klein und nicht zu groß. Skalpfern hat dazu wieder mal kundenorientiert geplant, so dass alle Module ohne weiteren Umbau zu tauschen sind und man so mit einem kleineren Modul beginnen kann. Mein Mini-Highlight sind die Podestis und die aufgenommenen Reinigungsbürsten, sowie der endlich hinzugefügte Halter für den Zylinder der Fokussierhilfe. Natürlich runden Bluetooth, der Notausschalter und die Zugriffsbeschränkung mit einem Schlüssel den Laser ab. Ich denke, ein direkter Wechsel von S30 auf den S30 Ultra tut nicht nötig. Wer sich aber derzeit einen neuen Laser kaufen möchte, ist hier gut beraten und sollte auf einen Ultra zurückgreifen. Mein dickes Drain-Cut-Danke geht nochmals an Skalpfern für die Unterstützung meines Kanals und den tollen Leser. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich etwas verbessern kann, freue ich mich auf euch und eure Anregung. Dicke Drain-Küsschen.